Heute ist Sonntag und ich habe eine ganz spezielle Überraschung für euch. Das Wetter scheint trocken zu sein. Ist nicht ganz so warm, aber ich glaube, wir können auf jeden Fall eine kleine Tour machen. Ich habe sowieso Hunger und deswegen würde ich sagen, wir machen eine kleine Tour zu Pizza Hut. Ich werde übrigens nicht dafür bezahlt, aber Tjalda und ich haben uns wirklich fest vorgenommen, jetzt mehr Content für euch zu machen. Das heißt, wieder mehr YouTube-Videos. Wir haben das früher schon gemacht, haben das dann irgendwann aufgehört. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben neue Hobbys und eins davon stelle ich euch jetzt gleich vor. Wer mein Instagram-Profil kennt, der hat bestimmt schon das eine oder andere Video oder Foto gesehen. Ich nehme euch jetzt mit aufs Bike. Tjalda ist heute nicht da, die ist in Holland. Ich nehme euch jetzt mit aufs Bike. Normalerweise würde Tjalda mitkommen und wir gehen Mittagessen. Okay, raus geht's. Das ist übrigens mein neuer Truck. Das ist ein Ford F-150 Harley Davidson Sonderedition und den gibt es nur 10.000 Mal auf der Welt, glaube ich. Und ich habe einen davon bekommen, also richtig, richtig geil. Ich mache euch auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu dem Truck, aber lass uns jetzt mal das Bike rausholen. Ich muss den Truck aber eben wegfahren. Es ist ja so, dass Tjalda und ich bis vor einiger Zeit eigentlich mit Motorrädern gar nichts am Hut gehabt haben. Und dann kam dieser Lockdown. Ich bin so vor 4-5 Jahren mit Tjalda immer schon mal in Florida gewesen. Und in Florida war auf dem Weg zum Strand immer so ein Harley-Davidson Center, so ein riesiges Harley-Davidson Center. Und ich wollte da immer mal hin. Einfach nur gucken, nichts Besonderes. Und wir haben das dann gemacht. Irgendwann habe ich mich durchgesetzt, weißt du, weil Tjalda wollte immer nur zum Strand, ich wollte zu diesem Harley-Davidson Center. Irgendwann bin ich einfach abgebogen und dann haben wir so ein bisschen Probe gesessen und so. Und da hat mich das schon so ein bisschen infiziert und vor allen Dingen habe ich mich dann daran erinnert, dass ich ursprünglich mal, als ich 16 war, unbedingt diesen 80er-Führerschein machen wollte, weil ich da schon so voll angehypt war von Shoppern. Auf dem Schulweg stand immer so eine Honda Shadow, so eine 125er, die ich hätte fahren können. Und aber dann hatte ein Bekannter von uns, ein sehr guter Freund der Familie, einen schlimmen Unfall mit dem Motorrad. Und ja, dann hat man sich das so auch ausreden lassen. Ja. Bisschen selber vielleicht auch zu viel Respekt gehabt. Und oh, ich mach mal die Klappe zu, wenn da ein Kind drin ist. Muss ja nicht taub werden. War aber kein Kind. Vielleicht ein Hund oder eine Katze. Also ich wollte das mit 16 schon machen und dann kam halt dieser Vorfall mit dem Freund von uns, der diesen schlimmen Unfall hatte. Ich hatte auch gar kein Geld für sowas und dann habe ich diesen Traum irgendwie so komplett beiseite gelegt und vergessen. Tatsächlich kann man Träume vergessen, ja. Habe ich nicht für möglich gehalten, aber man kann tatsächlich seine Träume vergessen. Sehr, sehr krass. Auf diesen habe ich auf jeden Fall vergessen, den anderen habe ich mir erfüllt, Musiker zu werden. Und dieser Besuch beim Harley-Davidson Center in Florida, der hat mich aber wieder daran erinnert. Und ich habe das aber dann ein bisschen wieder beiseite gelegt, gesagt so irgendwie, ja, keine Ahnung, jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, um noch Führerschein zu machen, so Quatsch, ne? Den man sich dann einredet. Bin dann im ersten Lockdown mit Tjalda gemeinsam in Los Angeles gewesen und in L.A. fuhr an der Ampel, wir standen so mit dem Wagen an der Ampel und an der Ampel hörte ich so von hinten wie Gewitter und dann fuhr so eine Biker-Gang an uns vorbei und die sind quasi so durch die Reihen gefahren. Der eine hatte voll laut Musik an, die sind auch ein bisschen bekloppt gefahren, muss ich ehrlich gesagt zugeben, aber die hatten halt ihre Kutten an, weißt du, so richtig coole Truppe und ich fand das irgendwie, ich finde es wirklich, wirklich cool und dann habe ich gesagt, so, ey, weißt du was, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, dann mache ich diesen Führerschein und dann haben Tjalda und ich erstmal die B196 Erweiterung gemacht für den Führerschein, die gibt es tatsächlich erst seit 2020. Wenn du 5 Jahre deinen Autoführerschein hast, dann kannst du mit ein paar Zusatzstunden deine Erweiterung machen und du darfst dann 125er Motorräder fahren. So, okay, erstmal gucken.
125er, das wird schon nice. Und hab das dann gemacht, hab diese paar Stunden hinter mich gebracht und dann bin ich mit so einer 125er Maschine rumgetuckert. Und das war wirklich nice. Thiel hat das auch gemacht. Die ist dann auch mit so einer 125er Maschine rumgetuckert. Und das war echt ein richtig geiles Jahr, weil auch auf so einer Maschine kommt das Gefühl von Freiheit komplett rüber, weißt du? Also du hast trotzdem komplett dieses Gefühl von Freiheit, egal ob die Maschine jetzt nur 12 oder 15 oder 11 PS hat. Du kannst trotzdem 80 bis 100 fahren. Das war echt richtig cool. Aber irgendwann wurde uns das zu langsam. Ich wollte halt auch gerne immer Harley Davidson. Und ja, wir hatten jetzt eine Truppe, bei der wir eigentlich hätten mitfahren können, aber die wollten uns auch nicht mitnehmen mit den 125ern, weil die dachten, wir wären zu lahm, was ja auch ein bisschen so war. Auf jeden Fall, ich hatte einfach Bock auf eine Harley und habe mich dann quasi nochmal hingesetzt und komplett den ganzen Motorradführerschein gemacht. Mit Sehhilfe, Erste Hilfe, mit Sehtest, Erste Hilfe und allem, was dazugehört, habe ich diese Prüfung gemacht. Und bestanden, Tialda dann ein paar Monate später. Und dieses Motorrad habe ich mir schon bestellt, bevor ich die Prüfung hatte, also weit bevor ich die Prüfung hatte. Weil mich das auch motiviert hat, richtig Gas zu geben, weißt du, mit der Fahrschule. Und ich habe dann, glaube ich, letztes Jahr im November den Führerschein bestanden, konnte dann sofort losheizen. Und das, weißt du, im Lockdown war es ja so, dass ich mich so richtig eingeschlossen gefühlt habe. So alles, warum wir angefangen haben mit Musik, konnten wir jetzt nicht machen. Ne? Also wir haben ja angefangen, weil Musik machen so auch so ein extremes Gefühl von Freiheit gibt. Einmal Freiheit, weil du ja das machst, was du liebst, aber auch dieses Unterwegssein, auf Tour sein, auf der Straße sein, draußen sein, das macht ja alles so ein bisschen dieses Musikerfeeling auch aus. Ich habe das tatsächlich bei Harley Davidson dann wieder entdeckt und ich muss euch sagen, ohne die Bikes, ohne das Motorradfahren, Slalom, wuhu, ohne das Motorradfahren wäre ich nicht so durch den Lockdown gekommen. Und ohne The Voice of Germany, muss ich auch dazu sagen, ohne The Voice of Germany und ohne das Motorradfahren wäre ich nicht so gut durch den Lockdown gekommen, wie ich es bin, weil ich glaube, ich wäre dann kaputt gegangen. Du musst dir vorstellen, Teile des Lockdowns, Teile dieser Corona-Pandemie hatte ich noch nicht mal Zugriff auf ein Tonstudio, weil wir ja dann auch abbauen mussten in dem alten Haus. Wir wurden in unserem alten Haus gekündigt, auf Eigenbedarf, mitten im Lockdown, mussten jetzt irgendwie was Neues finden, was ja auch nicht ganz so einfach ist dann, ne? Mit so 3-4 Monaten, die man da so Zeit hat. Und muss das Tonstudio, das war ja bei uns im Haus, muss das abbauen. Also ich konnte nicht vernünftig Musik machen, ich war nicht auf Tour, ich war nichts. Und Harley Davidson mit dem Motorrad hier hat mir wirklich geholfen. Und ich habe dieses Gefühl von Freiheit wieder gehabt. Und dann ist mir erstmal klar geworden, warum mache ich eigentlich Musik? Oder warum machen wir eigentlich Musik? Und es ist immer irgendwie dieses Gefühl von Freiheit mit involviert. Durchs Motorradfahren höre ich plötzlich selbst seit einigen Jahren eine ganz, ganz andere Musik. Und bei The Voice of Germany habe ich eigentlich nur englische Songs gesungen. Was ich eigentlich nice fand. Und aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, wieder auf Englisch zu singen. Und halt diesen Harley Davidson, diesen Motorrad-Lifestyle auch musikalisch ein bisschen mehr, dieses Thema Freiheit mehr in die Musik einfließen zu lassen. Weil ich saß so auf dem Bike. Erste Mal hatte so Kopfhörer im Helm schon installiert, wollte ein bisschen Musik hören beim Biken und mach so R&B-Mucke an und denk mir so, das passt irgendwie nicht so, weißt du? Also wenn du so, R&B ist ja immer so sehr so, ich sag jetzt mal, nennen wir es mal Sex-Music und es passt einfach nicht zum Fahren, weißt du? Dieses Gefühl, was du mit dem Fahren ja auch bewirken möchtest, das passt einfach nicht. Also habe ich so eine Country-Playlist angemacht. Es geht. Habe ich so eine paar Country-Playlist angemacht. Und das war genau das Freedom-Feeling, was ich gesucht habe.
Und seitdem höre ich echt extrem viel Country. Und ich nehme mich also auch mit auf dieser musikalischen Reise. Ein paar Songs sind schon fertig. Ich freue mich schon, euch die Songs zu präsentieren. Also ihr merkt so, alles geht in Richtung Freedom, Freiheit, das Gefühl von Freiheit. Das, was wir, glaube ich, auch alle irgendwie vermisst haben, weißt du? Wir werden auf jeden Fall mehr Vlogs machen, ein paar geile Musikvideos. Ja, das ist basically erstmal, was wir so geplant haben. Wir haben unglaublich viel Spaß auf den Bikes. Wir haben wirklich eine coole Gang. Da kann es mal sein. Ich hoffe, dass wir das ein paar Mal wieder dieses Jahr hinbekommen, dass wir auch so Touren machen mit 10, 13, 15 Leuten. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Police. Alles legal eingetragen bei meinem Bike übrigens. Soundcheck. Woo! Okay. Ihr merkt, wie viel Spaß ich hier habe. Ich bin wirklich hier ein anderer Mensch, wenn ich mit dem Bike unterwegs bin. Ihr müsst mir auch ein bisschen sagen, worauf ihr Bock habt, weißt du? Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dieses Video poste, bin ich auch ein bisschen abhängig von euch, dass ihr mir sagt, was ihr noch wissen wollt, weißt du? Also wollt ihr was über das Bike wissen? Wollt ihr, wir können auch mal einen Bike-Porn machen. Ja, also das ist jetzt nicht ein Porno auf dem Bike. Für die Leute, die keine Ahnung haben von so Bikes und Autos. Das ist halt, wenn du so dein Bike richtig geil filmst. Okay, kleiner Citroën, wo möchtest du denn hin, du? Oh, Benzin ist auch... Diesel ist teurer als Super? Das Video habe ich übrigens gestern schon mal für euch gemacht. Das heißt, ich habe mir gestern schon eine Pizza für euch reingehauen. Und dann war kein Ton drauf, dann war der ganze Ton weg. Und deswegen, nur wegen euch, damit ich neuen Content für euch machen kann, habe ich mir heute nochmal eine Pizza gekauft. Also nicht für mich, sondern nur für euch. Okay, ansonsten, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.